Nach meiner Geburtstagsparty musste ich leider direkt los nach Paris und habe die Wohnung leider ein Jahr hinterlassen. Ich sollte nur eine Nacht unterwegs sein, also wollte ich es einfach den Tag danach aufräumen. Deswegen war mein Gepäck auch nur ein Rucksack mit Sachen für eine Nacht. Denn da wusste ich auch noch nicht, dass aus einer Nacht Paris ein zweiwöchiges Unterwegssein in ganz Europa wird. Aber jetzt erstmal alles nacheinander. Ich war tatsächlich das allererste Mal in Paris. Und zwar wurde ich zu einem Charity-Konzert eingeladen. Dort haben unter anderem die Black Eyed Peas, Ed Sheeran, Doja Cat und Maneskin gespielt. Wart ihr auch schon mal auf einem Konzert? Der Abend war so unglaublich und schön, aber da wusste ich auch noch nicht, was am nächsten Tag passiert. Denn als ich am nächsten Tag nach Hause wollte, waren alle Züge und Busse ausgebucht. Und Mietwagen und Flüge viel zu teuer. Doch dann haben sich Freunde bei mir gemeldet, dass ich zu ihnen kommen könnte. Der Start der wahrscheinlich krassesten Roadtrip-Reise meines Lebens. Und das mit Gepäck für eine Nacht. Aber was denkt ihr? Wo ging es hin? Morgen kommt der nächste Teil.